Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario. Schön, dass ihr wieder da seid. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder angeschaut habt zu dem neuen Part. Wir müssen ein, was müssen wir eigentlich machen, genau? Wir müssen einfach irgendwie, Stanleyville ist ja das oberste Ziel. Und dazu sollten wir zuerst irgendwas finden. Und, dazu gehen wir einfach mal erstmal hier weiter. Wir müssen das sehen, fahren wir dorthin. Wir wollen erstmal erfolgreich geflüstert sind im letzten Part. Ah, aber hier müssten wir nach oben gehen, richtig, da war ja was. Eigentlich ist das dumm, dass wir jetzt wieder zurückgegangen sind. Tatsächlich. Im letzten Part. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Jawohl. Die Leben heben uns so nachher auf, haben wir gesagt. Ich kann nochmal schauen, wie viel. Was ist so an Leben? Wie kommt man das denn nochmal sehen? Hier. 17 von 20, ja, das passt. Also. Dann nehmen wir mal hier unser Kleid, dann fliegen wir mal wieder rüber. Jawohl. Das haben wir noch gut gemacht. Jetzt sind wir schon mal super auf der anderen Seite wieder. Müssen. Leider Gottes durch die Menge da gleich nochmal durch. Er wird uns nichts von abhalten. Auch wenn es ein bisschen ätzend ist. Auch bevor die Horde an den Dingern drin sein werden. Beziehungsweise gleich nochmal rauskommen werden, wenn wir durchgehen wollen. Aber wie gesagt, müssen wir trotzdem durch. Also. Gut, ihr Nahen habt nicht gelernt. Ihr seid aus eins ganz bewusst. Nur eure Knochen werden überleben. Naja, warten wir halt mal ab. Wir hauen einfach alle weg mit dem Hammer. Weg, weg, weg. Auch wenn die immer mehr kommen. Langsam kann man uns den Weg zur Tür durchbahnen. Zumindest einigermaßen. Da war nochmal der Angriff vor uns, okay. Da sind die ganzen Dinger zu. Flucht ist nicht möglich. Ah ja, das ist ein bisschen lachen. Ich sollte vielleicht mal eine Kopfhörer aufsetzen. Dann würde ich nämlich auch was hören. Wenn ihr dacht, irgendwas fehlt. Dann ist der Sound. So, ich will zuallererst mal, Gegner tauschen. Achso, dann wird eigentlich erst anfangen, aber okay, dann fängt sie halt an. Aber ich wollte eigentlich erstmal scannen, okay, Kopfnuss macht das mal gar nichts. Das ist das erste, was ist mal. Boah. Das ist übel. Die sind übel, was die können. Ich bin mal ab zum Powerblock da geht. Ich hoffe es einfach. Hab's noch nicht ausprobiert. Aber das ist ja jetzt mal super zu. Oh, jawoll. Sowas hilft halt leider erst nicht. Oh Gott, der packt jetzt einen wieder aus, oder was? Der crazy. Wenn ich mir Herz ist wurscht, ich brauche wieder mehr Powerblöcke. Ob es jetzt so eine gute Idee war, ins einzusetzen, ich weiß es nicht. Aber mir wurscht, weil die helfen immer. Wobei es eigentlich erst dumm war. X. Hilfe der Feuerblume, ich weiß es erst nicht. Nee. Doch! Boah! Die ist sogar fett, jawoll. Sehr schön. Also ich gehe natürlich so Items langsam zu Neige, was in den Bosskampf kommen sollte, ein bisschen blöd wäre. Muss mal schauen, wenn wir das irgendwie dann am intelligentesten anstellen. Hier will ich jetzt einfach gern fliehen. Aber es geht das zum Glück. Taktik. Flucht. Und darauf hab ich keinen Bock. Deswegen fliehen wir es einfach. Ganz easy. Bis die Kosch geht, ich bin weg. Ich will nämlich einmal hier hin. Haben wir nämlich eine Sonne erhalten. Die wird nachher noch nützlich sein. Ich will jetzt eigentlich ganz gerne einfach nur wieder fliehen. Weil ich auf die Kämpfe null Bock hab.
Der Drosselflucht. Perfekt. Weil die Dinger machen S für Damage. Ist etwas, das kann ich gerade eigentlich recht wenig gebrauchen, ne? So, jetzt sind wir hier. Und hier müssen wir nämlich irgendwie hin. Ich würde es einfach mal sagen. Hier drauf springen. Dann sehen wir mal wieder zum Koopa wechseln, weil ich glaube, der kann uns hilfreich sein. Die großen Empfangste, vermutlich war hier früher das Zentrum der Burg. Okay. Ja, aber wir müssen nämlich so. Was macht nochmal das Teil hier? Okay, nicht sonderlich viel. Ich glaube, wir müssen den Schalter da irgendwie auf jeden Fall betätigen. Deswegen, können wir jetzt nicht Team wechseln. Doch, Tatsache. Wir nehmen jetzt einen Koopa. Und die kann jetzt super durch die Gegend segnen. Sollen wir jetzt hier drauf gehen? Ja, ich wollte eigentlich so rüberspringen. Wieso genau? Ja, jetzt hat es geklappt. Wenn du in der Patz stehst, kannst du auch einfach mal. Ja, ja, ich weiß. Hab mir schon gedacht, dass du hier für Rest ja, nützlich sein könntest oder sein wirst. Oder übel. So, meine Idee ist, dann müssen wir den jetzt hier. Wie kommt man den jetzt nochmal so einfach lassen, dass er... Wenn er da ist, so bleibt er nämlich da. Und das ist ganz gut für mich, Säuerung ist für AIDS, aber... Ja, aus genau dem Grund. Das gibt's ja nicht. Aber ist ja wurscht, das bekommen wir trotzdem hin. Irgendwie. Nee, das hat mir nicht viel geholfen. Vielleicht ist es direkt das Teil. Oder das hier. Ah, oder auch so. Ja, moin. So kann es natürlich auch gehen. Ah, Eier, das ist Eier. Okay, okay. Gut, jetzt reiß ich, wie es geht. Jetzt reiß ich, was wir machen sollen. Vielleicht doch alles gar nicht. So schwer. Oder auch doch. Also was macht jetzt... Ah ja, der Block kann verschwinden, wenn man hier drauf drückt. Wie war das? Dann müssen wir nur... Ah! Das ist gut. Ah ja, 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 jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Jawohl. Jetzt ist die Tür so offen, das macht natürlich schon viel mehr Sinn. Weil ich kann eher nämlich den Schlüssel holen, den wir brauchen, um weiterzukommen. Jawohl, nämlich der Burgschlüssel. Mit dem eigenes ging. Jetzt würde ich das Ding trotzdem ganz gerne wieder zurück machen. Ich habe nämlich eine wilde Sache gesehen, die ich gleich mal ausprobieren will. Weil wenn das nämlich geht... Was da cool wäre. Hey. So, dann geht das Ding nämlich jetzt nach unten. Und den Koopa. Ah, das haben wir jetzt verkackt.
Den lassen wir nämlich so, dass der dann nämlich später wiederkommt. Und währenddessen gehen wir nämlich auf die Plattform drauf. Das ist gar nicht so einfach. Die Steuerung und nach der Logik müssten wir dann, bam, nämlich nach oben kommen. Da werden wir den Sprung nicht verkacken. Jawohl, gibt's hier ein Stand-O-Wheel. Aber das Sandsplitter, eigentlich über einen anderen Weg holen sollten. Aber die gibt es auch über den Weg, kleiner Funfact am Rande. So, jetzt kann man auch super die Zeit nutzen und das Lost aufsperren und einfach, ja, Angst haben vor dem, was auch immer das kommen mag. Ich will da nicht rein. Da kommt doch garantiert ein Boss. Naja, kann man es immer noch mal speichern. Doch gleich mal machen. Also vielleicht kommt der Boss noch nicht gleich, aber bald. Wie los jedenfalls ist. So. Okay. Dasselbe Spiel hier. Wir gehen einfach mal nach oben und schauen, wo es hingeht. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Aber sie an, die brauchen wohl noch einen Schlüssel. Frage ist, wo gibt's den? Vielleicht ist er weiter oben? Gibt's zumindest mal irgendwas? Weiß nur nicht, ob das Schlüssel ist. Boah, das hatte ich gerade so gedacht, dass wir jetzt einfach sterben. Ist ja auch wurscht, ich würde einfach mal weitergehen und die Tür einfach mal außer Acht lassen. Nein, in den Cup wollte ich eigentlich nicht reingehen. Da gehen wir mal gleich wieder raus. Es macht Bobbell, weil er nur eins von den Teilen ist, aber ist mir wurscht. Ich brauche meine Leben für später, deswegen sagen wir uns auf Wiedersehen. Ich mache das auch noch weiterhin. Weil ich sehe nicht ein, dass wir da bleiben. Aha. Ach komm. Go away. Noch gerade so geflohen, hm? Also immer mies unwahr sein ist, ja? Ja, komm! Ich will nick. Boah, es war knapp. Das nächste Mal geht's nicht mehr, ne? Sag's, wie es ist. Jetzt hör doch auf! Ich weiß nicht, ob der Hammer überhaupt irgendwas liegt beim Ding. Also mindestens mal ein. Okay, das ging schnell. Tausend. Taktik, Austausch, Symprina. Jetzt das Kurze. Da habe ich wieder ein Leben verloren. Hat's sehr gebracht. Da ist eines mal wieder weg, sehr schön. Und noch eins ein bisschen Ärger machen könnt. War gekontert. Und ist damit auch weg. Sehr schön. Brauchen wir irgendwie lange leider wieder ein bisschen Leben, weil es wird langsam kritisch. Aber wir haben noch einen Pilz. Den hauen wir uns einfach mal gleich zuerst rein. Aber so, ah, oder gibt es einfach gesenkt. Besser ist es. So. Jetzt will ich dann zwei Sachen machen. Einmal den Pilz und vor allem mal essen. Ist auch vermiss. Da will ich das Team. Ich will Comprina austauschen. Gegen ihn hier. Ich wollte ihn gerade austauschen. Kann ich so machen, wenn beim
einen, die Leben wenig werden, gehen ja halt beim anderen. Okay. Ah ne, ja, andere Rüstung. Dann müsste es, wenn er zurückgeht, nach der Lösung ausreißen. Oder halt auch nicht. Weil ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, weil es mich halt auf der anderen Seite auch ins Visier bringen könnte. Ach komm! Er ist so dumm. Alter, das muss jetzt einfach funzen. Das rastet aus. Und dann geht's tatsächlich sogar weiter, sehr schön. Weißt du, ob wir jemals Versuch finden werden? Ich glaube, da ist irgendwie nicht. Aber hier ist noch eine Tür. Tür um Tür. Was ist hier? Eine Schatztruhe. Wir machen einfach mal auf, würde ich sagen, oder? Damals war es der Schlüssel erhalten, aber was passiert jetzt? Hm. Mario, oh Samba, was ist da? Eine gute Frage. Oh, 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 da kommen auch von oben fette Stacheln rüber. Das ist übel. Ich schätze, es ist besser, wir wollen fliehen. Ach du Heilige. Ja, da geht's mal nicht weiter. Jetzt ist mich gerade mies unter Druck. Ich hasse sowas. Wenn es etwas künstlich unter Druck setzt, das ist immer richtig schlimm. Besonders in dem Fall ist es schon sehr, sehr mies, weil ich auch kaum noch irgendwas sehe. Hier war noch die Tür! Scheiße. Hä? Hier war noch die scheiß Tür! Ich sehe halt nicht mal irgendwas, das ist doch scheiße. Komm! Als ob wir jetzt ein Game Over haben. Das will ich nochmal versuchen. Scheiße. Ja, da war doch die Tür! Ah, wir hätten hier noch einmal außen rum gehen müssen. Jetzt sehe ich das. Und dann da bist du Tür. Okay, das war mein Denkfehler. Gut, also jetzt schaffen wir es. Hoffentlich. Aber jetzt machen wir es einfach gleich richtig, weil ich weiß noch so ungefähr den Weg. Ja, es ist halt blöd, wenn von oben sowas runterkommt. Man sieht es halt sehr schnell ganz übel aus für einen. Außer man weiß den Weg. Dann geht es natürlich besser. Weil es übel war, weil man es vorhin gar nicht mehr gesehen hat. Irgendwas, dann wusste man nicht, dass man dann nach hinten gehen muss. Sollte eigentlich nicht passieren, sowas. Der Farmer hat jetzt Glück gehabt beim zweiten Versuch. Und das hat ohne Probleme geklappt. Okay. Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, das war's mit dem Part von Paper Mario. Im nächsten Part geht's weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Jo, macht's gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao!